Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Wir stecken mit dem Kopf ganz tief in der Scheiße. Wir haben nur noch ein Leben, aber wir geben nicht auf. Wir werden niemals aufgeben, wir werden dieses Spiel auf jeden Fall bis zum Ende durchspielen. Was nicht heißt, dass ich es 100% spiele, aber ich werde definitiv Grundhilda in ihre Schranken weisen. Ich werde ihre grüne Haut abschälen und mir daraus einen Apfelcocktail machen. Warum ein Apfelcocktail? Weil grün gleich Äpfel oder so? Keine Ahnung. Wumma, wir müssen mal über unsere Beziehung reden. Ich finde das ein bisschen... Du willst immer nur meine Globos haben. Du willst immer nur meine Globos haben. Du willst meinen Globo haben. Die ganze Zeit. Um nichts anderes geht es dir. Wir können mal ein bisschen uns unterhalten. Was machst du denn so, wenn ich gerade nicht da bin? Was sind deine Hobbys? Warum streichelst du dir die ganze Zeit durchs Haar? Warum klimperst du mit deinen Wimpern? Was ist eigentlich los mit dir? Warum bist du eine klischeehafte Karikatur einer Indianerin? Was soll denn diese rassistische Scheiße eigentlich, Rare? Da müssen wir einfach mal drüber reden. Egal. Ich habe wieder einen Frosch in Haut heute. Ich bin der Kiltet. Ich bin der Wayne Carpendale. Ich verwandle mich jetzt in ein U-Boot. Das ist voll lustig. Guckt euch das gleich mal an. Guckt euch das gleich mal an. Pass mal auf. Hier, so. Ich muss da irgendwie reinkommen in die Suppe. Immer schön rein ins Pischbecken und los geht die Schlacht. Na, guckt euch das mal an da. Ist das nicht putzig? Wumma, das ist ein U-Boot. Du betätigen 3D-Joystick, um zu drehen, dich auf der Stelle. Und du drücken A, wenn du schnell sein wollen. Für Echolot, du drücken B oder Z für Torpedo-Attacke. Was ist Echolot? Ey, hör auf damit. Das ist doch so eine Art Radar-Dingsbums, hast du nicht gesehen. Aber bin ich nicht toll? Ich meine, ich bin ein U-Boot. Also mindestens genauso geil wie das U-Boot aus Das Boot, ein berühmter deutscher Film. Sogar Herbert Grönemeyer hat damit mitgespielt, ne? Als Schauspieler. Ich habe den Film nie gesehen, das ist eine Schande, ich weiß. Aber wie Herbert Grönemeyer schon gesungen hat, der Mensch ist Mensch und der macht im Allgemeinen nur mal Fehler. So, wir haben mit dem U-Boot zwei Sachen zu erledigen. Das Dumme ist, wir haben hier noch ein paar andere Sachen und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht finde ich hier zufälligerweise, wenn nicht, müssen wir es nochmal schreiben. Mir fehlt eine leere Honigwabe und ein Jinjo. Und ich habe keine Ahnung, ich habe gerechnet, dass ich ja zwei Puzzleteile jetzt noch holen kann, nämlich bei 8 von 10 und dann noch das mit den Schweinchen, 9 von 10. Wo ist denn das 10. Puzzleteil? Da muss ich ja irgendwas an meiner Kalkulation, muss da ja falsch gelaufen sein. Das ist alles auf jeden Fall spannend. Ich muss, wie gesagt, auf Vorrat aufnehmen, das sage ich jetzt schon zum 1000. Mal, nur dass ihr es wisst. Könnte also sein, dass ich dann die Tipps erst sehr viel später lese, aber sie sind auf jeden Fall gerne gesehen, weil irgendwann werde ich es dann ja hoffentlich mal alles holen. So, aber ich habe irgendwas gelesen, weil in der Nähe des Warpfelds, ich muss sowieso zum Warpfeld, da soll wohl irgendwo eine leere Honigwabe sein, aber habe ich, glaube ich, schon geholt, ne? Irgendwie hier so? Kann man da irgendwie so... Ah! Siehst du mal! Ja. Guck mal! Habe ich die schon mal. Das ist auch schon mal ein Anfang. Jetzt fehlt mir natürlich noch der eine Jinjo, ne? Und so ein Jinjo... voll der Zungenbrecher. So ein Jinjo zu finden, das könnte schon ein Kraftakt werden. So, Spindhöhle. Mehr graust es so ein bisschen davor. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine allzu gute Idee ist, Lord Fuckfuck, ach, wunderschöner Name, mit dem U-Boot anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ich werde es einfach mal riskieren. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ich wollte noch eine Stoppuhr anmachen, damit ich... Ich will die Aufnahme jetzt mal nicht so lang machen, weißt du? Dann mache ich mal eine Stoppuhr an, dass ich das so ein bisschen im Auge habe. Weil sonst verplapper ich mich einfach und dann verplappert man sich und dann macht man die Aufnahmen einfach viel länger, als man will. Ich komme jetzt zurück zu den 10-Minuten-Parts von damals. Ja, ich bin wieder zurück. Woran erkennst du das? Ich bin ein U-Boot, verdammt nochmal. Wahrscheinlich an meinen schönen Shorts. So, Lord Fuckfuck, ich muss erstmal mich ein bisschen... Was bringt das eigentlich? Was kann ich damit orten, sehen? Die Steuerung ist einfach hakeliger. Das Umdrehen ist schwieriger, aber ich habe unendlich Munition. Das ist natürlich ein Vorteil. Und warum drehst du dich jetzt um, du Kackbratze? Du scheiß Brigitte-Leser, du. Du Super-Illo-Abonnent. So. Hör auf, mich zu nerven. Oh, Kamera, echt. Okay, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, das Ganze mit dem U-Boot zu machen. Aber da ich ein absoluter Vollprofi bin, werde ich das auch so meistern. Mit Handicap. Nein. Verfickte Hühnerkacke. Tut mir leid, dass ich das jetzt so vulgär ausgedrückt habe. Ich bin ja schon mal froh, dass ich bei Berührung schon mal keinen Schaden nehme. Ist ja auch nur logisch. Ich meine, der kleine süße Lord Fuckfuck, der möchte sich ja auch mal paaren. Und wenn er dann nicht jemanden berühren könnte, dann wäre das ziemlich schlecht. Dann könnte er gar nicht kopulieren und gar keine ganz kleinen Lord Fuckfucks zeugen. Die er dann, weiß ich nicht, Jacqueline nennt oder Mandy oder irgendwelche anderen modernen Namen. Justin, Bieber, Pascal, wie sie alle heißen. Na komm, komm mal her. So, ich stelle mich gerade grandios scheiße an. Ich will es nur nochmal gesagt haben, falls es noch niemandem aufgefallen ist. Verdammte Hacke nochmal hier, da.
Ja, hör auf zu. Hör auf dich zu. Blablabla, hör auf dich zu beschweren. Mein Gott, ey. Sprachfehler. So. Beziehungsweise, wenn ihr es mir nicht schreibt, ihr müsst es mir ja nicht unbedingt schreiben. Also ab und zu werde ich auch mal was nachlesen. Sowas, wo finde ich jetzt Jinjo XYZ? Ich meine, bevor ich mich dumm und dusselig suche, ne? Da kann man ja mal nachgucken, oder nicht? Das ist ja wohl. Das muss ich nicht rechtfertigen. So, und ich kriege hier gerade gar nichts geschissen, ne? Das ist gar nicht so einfach zu navigieren. Das ist. Jetzt triff! Jawoll! Blute, du Schwein, ich lass dich ausbluten. Dann werde ich dich schlachten. Deine Haut werde ich verkaufen, die wird dann zu Leder verarbeitet und dann tragen irgendwelche hippen Paris Hilton Kopien tragen dann deine Klamotten, deine Haut. Damit musst du dann leben. Du Schuft, du. Ups, das war wohl nix, Freundchen. Hä? Musst du früher aufstehen, ha? Siehst du mal. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei TV Total. Ja, kennst du? So. Wo ist die nächste Schuppe, du hässlicher Vogel, du? Ja, tut mir leid, der ist ja nun mal hässlich. Habe ja schon gesagt, der sieht da aus wie so ein typischer Tiefseefisch. Ich habe Bilder von diesen Tiefseefischen gesehen. Die sind ja alle gruselig, sind die ja, ne? Aber die müssen nicht schön sein, da ist ja eh kein Licht, da sieht ja keiner wen. Da können die ruhig hässlich rumlaufen. Das ist ja egal, die sind nicht so oberflächlich, die Fische. Nicht so wie wir Menschen, das wollte ich sagen. Ja, wir Menschen, wir sind schon in der Regel, wir sind schon ein Augentier, muss man sagen. Also, wer sagt hier von wegen hier auch Frauen, ne? Wenn sie sagen, hier, ich will einen Mann mit Humor, weißt du Bescheid, ne? Blödsinn! Natürlich spielt eine gewisse Attraktivität auch eine Rolle. Kannst mir nichts erzählen, weißt du? Da hat Michael Mittermeier auch mal so einen Joke gebracht, von wegen, als wenn man dann so einen buckligen, weiß ich nicht, ich kann das jetzt gerade nicht wiedergeben, auf jeden Fall ist das Blödsinn. Wenn man pauschal sagt, ja, Hauptsache er bringt mich zum Lachen, ne? Deutschland geht es gut. Das ist doch. Wow. Ich darf nicht so viel Schaden nehmen. Ich glaube, die zweite Phase ist die härteste. Also ich glaube das nicht nur, ich weiß das. Ich habe es ja schon am eigenen. Mein Mikrofon. Da ist gerade, hat es gerade Knack gemacht. Ja, guck mal, damit muss ich arbeiten. Das ist mein Arbeitsmaterial, weißt du? Und anderen YouTubern wird sowas an den Arsch geschoben, weißt du? Und ich krieg das nicht. Ja. Da habe ich letztens auch. Ich werde mich gleich aussprechen, wenn ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber, habe ich mir heute mal den Spaß gemacht. Habe ich mal so alte YouTuber von damals, weiß ich nicht, von vor 4, 5 Jahren, ohne Scheiß, ne? Habe ich mal geguckt, ob es die noch gibt und so. Teilweise gibt es die tatsächlich noch, aber die sind nicht aus dem Quark gekommen, ne? Also die sind teilweise zur gleichen Zeit angefangen wie Dake und Hase W und die sind ja mittlerweile auch keine große Nummer mehr, ne? Muss man ja so sagen. Und auch andere, ich will jetzt keine Namen nennen, also die ich jetzt gefunden habe, die machen zum Teil noch was, einige haben aufgehört natürlich, ne, wenn der Erfolg sich nicht eingestellt hat, aber einige ziehen das knallhart weiterhin durch, ihr altes Ding, die haben sich niemals angepasst, die haben niemals, die Spuren der Zeit haben sich niemals so angepasst, sag ich mal, ne, haben niemals so das gemacht, was alle machen und das merkst du auch, guckt nämlich keine Sau, so, ich kann froh sein, dass ich eine feste Zuschauerschaft habe, bin ich auch sehr froh drum, dass ich feste Zuschauer habe, die eigentlich jeden Scheiß von mir gucken. Die ich damals halt so aufgebaut haben und die mir die Treue gehalten haben. Aber neue Zuschauer kriegen, ich kriege ja auch keine neuen Zuschauer. Selten. Ganz, ganz selten ist da mal jemand bei, der neu ist. Die meisten, die mir zuschauen, die kennen mich auch schon ein bisschen länger. Das ist ja auch schön so. Ne? Finde ich gut. Ja, ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich auf Vorrat aufnehme. Aber das ist ja nun mal nicht anders möglich, wenn man berufstätig ist und auch noch ein paar andere Hobbys hat und ein bisschen andere was vor und hier Haushalt und hast du nicht gesehen, Steuern und Rechnungen und. Ne? Ich rede einfach mal irgend sowas. So, ich bin ja erwachsen und so muss ich jetzt ein bisschen so auf cool tun. So, ja, ist ja Verantwortung. Ja. Mann, ich sitze den ganzen Abend denn da und bezahle meine Rechnung und habe nicht keine Zeit für YouTube-Videos. Nee, also meine Rechnung werden eigentlich in der Regel. Ich könnte auch mal so machen, ne? Das ist vielleicht auch mal die Idee. Komme ich früh drauf, ich weiß. Die Guten kommen immer früh auf sowas. Ja, das tut weh, ich weiß. Könnt ihr mal ins Auge gehen. So, ich werde jetzt nicht ausweichen. Ich sollte ausweichen. Aber erstmal genau vorne gerade, das ist halt. So, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Ist doch viel easier so. Er schüttelt sich. Hallo, die Schüttelfrost. Ups. Na komm. Na komm. Ey, wenn du mich jetzt im Stich lässt, ne, dann kriegst du aber sowas von.
Na komm, tr... Alter, bitte. Oh, komm schon. Danke, einmal noch. Komm, das schaffst du ja wohl. Wenn das jetzt wie letztes Mal endet, ne, dann fresse ich einen Föhn. Ich fresse einen Föhn, ja? Ja, ja, ja. Da hab ich's dir gegeben, du... Arschloch. Hä? Muss man auch mal so sagen. Fluch, das Ganze scheint sich auf den Kopf zu stellen. Ein schmachtvolles Ende? Nee, ein schmacht... Ja, egal. 100-jährige Tiefseetyrannerei. Wahrscheinlich sollte das Reich 1000 Jahre bestehen, aber das war wohl nichts. Das haben sich einige auch schon gedacht. Oder auch nichts draus. So, cool. Finde ich gut. Ist prima. Tü-tüt. So, ich kapiere nicht, welches Puzzleteil fehlt, weil ich habe ja geguckt, welche Puzzleteile noch gemacht werden müssen. Weißt du, wer ich bin? Natürlich weiß ich, wer du bist. Hab dich gerade platt gemacht. Du bist auch mein neuer Freund jetzt. Du bist noch mein neuer Buddy. So, ich werde dann noch das andere Puzzleteil holen. Werde zumindest versuchen, das, was ich mit dem U-Boot machen kann. So viel Zeit haben wir noch. Ja, komm, wir haben noch Zeit. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwann wollte ich sagen. Ja, ich weiß nicht, welches Puzzleteil fehlen soll. Ich habe mich da ja informiert so und geguckt und ich habe alle abgehakt. Ich habe eigentlich gesagt, habe ich gemacht. Ich scheine wohl irgendwas nicht gemacht zu haben, wo ich dachte, dass ich es gemacht habe. Das ist fatal. Jetzt frage ich mich nämlich, was das war. Es kann eigentlich nicht viel sein. Hast du endlich hierher gefunden? Willst du auf meine Minen schießen? Mit 60 Punkten erhältst du vielleicht einen Preis. Berast du Instruktionen? Ja, mach mal klar hier. Ach so, ja, yeah, ist immer derselbe Scheiß. Ich muss einfach, ja, ja, grüne ein Punkt, rote, nee, rote ein Punkt, grüne zwei, blaue drei, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn ich jetzt hier auf Minen schieße, aber pff, soll mich nicht weiter tangieren. Ja, ich bin fertig, let's go. Mach sie fertig. So, Kenners, dann mal los. Das sollte eigentlich einigermaßen, das ist einfach ein bisschen durch die Gegend ballern, weißt du? Ist auch nicht besonders schwierig eigentlich. Ich bin ja eigentlich ein Treffsicherer, ne? Bin ja richtig Treffsicherer. Schon 3 Liter Wodka gesoffen. Bin richtig vorbereitet. Man sagt ja Zielwasser, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich fahre auch immer am besten Auto, wenn ich Whisky getrunken habe. Ohne Führerschein natürlich. Denn ihr wisst, das habe ich schon öfter gesagt. Ist ja auch nichts Geheimes. Ich habe keinen Führerschein. Bisher habe ich noch keinen, aber es wird auch mal Zeit irgendwann. Bald. Morgen. Genau, morgen. Wie, das war es jetzt schon. Ich habe ja gleich schon 60 Punkte. Das ist ja easy peasy hier. Das ist ja. Das ist ja leichter als einen Kuchen zu backen. Und ich habe noch nie einen Kuchen gebacken. Ich glaube auch nicht, dass es allzu einfach ist. Boah, ich habe auch schon mal einen Kuchen gebacken. Ich habe auch schon mal Kekse gebacken. So, das kann ich eigentlich aufhören, ne? Brauche ich ja gar nicht mehr. Ich gucke die jetzt einfach mal an. Die sehen doch so freundlich aus. Ich will die eigentlich gar nicht umbringen. Ich meine, die haben üble Probleme mit ihren Zähnen. Da sollte man eventuell mal helfen. So, den habe ich jetzt ausgeschaltet. Ich habe einfach sein Leben. Ich habe sein Leben erlöst. Oder seine Probleme gelöst, wie auch immer. Du Ratte! Mit viel Glück hast du genug Punkte für den Preis gesammelt. Ja, dann immer her damit. Das war ja easy peasy. Das ist ja. Das war ja ein Waldspaziergang. Echolot. Kann ich damit vielleicht irgendwelche Gegenstände orten oder so? Ich weiß das nicht. Irgendeinen Sinn wird das Ding wohl haben, ne? So, wo war jetzt das Puzzleteil? Hat sich ja gut versteckt, ne? Dieser kleine Schlingel, ne? Kleiner Schlawiner, ne? Versteckt er sich vor mir? Er weiß doch, dass ich es nur gut meine. Ich bin auch ein freundlicher. Ich bin auch richtig netter. Netten bin ich. Ah, da ist es ja. Vielen Dank. Firma dankt. Ein weiteres Spiel gefällig? Nein, diesmal nicht, meine liebe, liebreizende Grundhilda. Es macht mir sehr viel Spaß, mit dir zu spielen. Auf ProSieben läuft gerade übrigens Benjamin Button. Das ist ein gar furchtbarer Film. Ich finde den total furchtbar. Tut mir leid. Aber was ich überhaupt nicht furchtbar finde, ich war letztens im Kino und habe, letztens war gestern, Gone Girl gesehen von David Fincher, neuer Film. Wahnsinnig guter Film, kann ich auf jeden Fall eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Solltet ihr euch eventuell mal anschauen. Ich werde jetzt einfach mal mit dem U-Boot ein bisschen durch die Gegend fahren. Ne? Zum Beten. Kann ich das Ding nicht, kann ich da nicht, das willst, nein? Okay, dann lassen wir das mal. Da muss ich da auch nicht unbedingt hin. Dann wollen wir uns jetzt doch zurückverwandeln. Was soll ich hier mit dem U-Boot rumfahren? Das bringt mir nur auch nicht allzu viel. Ich frage mich echt, wo der Jinjo ist. Ich würde mich ja am liebsten, aber ich weiß halt nicht. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ich glaube, das ist auch eigentlich nur noch der Jinjo, ne? Und das Puzzleteil halt. Ja, ist nur noch der Jinjo und halt das eine Puzzleteil. Aber das kann ich auch noch holen, weil ich muss sowieso nochmal in die Welt zurück. Ich würde halt super gerne den Jinjo holen. Vielleicht finde ich es bis zur nächsten Aufnahme heraus. Wenn nicht, werden wir die Welt verlassen und werden dann höchstwahrscheinlich die nächste Welt erstmal öffnen, um ein bisschen Abwechslung zu haben.
Da werden wir uns ein bisschen umsehen, ein bisschen das machen, was wir machen können, worauf wir gerade Bock haben. Und dann würde ich vorschlagen, Höhle des großen Fisches, da will ich nochmal hin. Einfach mal so. Dann würde ich vorschlagen, nach der letzten Welt, die werden wir wahrscheinlich auch nicht komplett machen sofort, wenn wir dann nochmal, dann werden wir einfach alle anderen Welten nach und nach abarbeiten, soweit uns das überhaupt möglich ist. Und ja, weiß nicht, wo ich überhaupt hin soll. Da komme ich auch gar nicht hoch. Wo magst du stecken, Mr. Jinjo? Kann ich da auch durch? Macht der mir Schaden? Der macht mir gar keinen Schaden. Der macht mir Schaden. Ich habe gerade mich gefreut, dass du mir keinen Schaden machst, du Affenkopf. Nein! Na gut, wenn ich sterbe, könnte ich direkt beim Zelt landen, wenn ich Glück habe. Wow, man zersprengt richtig. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin mit ganz viel explosivem Material gefüllt gewesen. Das ist ja. Deswegen hat mein Herz so gepocht. Ja, tatsächlich. Gut, da wollte ich auch hin. Ich habe mich hier noch gar nicht so genau umgesehen. Ne? Vielleicht ist ja hier tatsächlich der Jinjo irgendwo versteckt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich den so ganz spontan finden würde. Hier irgendwo am Meeresgrund. Aber nee, hier ist er nicht. Ja gut, da muss ich wohl Madame Google mal befragen. Wenn ich mich dann noch daran erinnern kann, wo ich war und wo ich nicht war, dann werde ich den holen. Und wenn nicht, dann verlassen wir die Welt. Aber das alles erst in der nächsten Folge. Kamsi, Kamsan, wir haben alle Zeit der Welt. Jawohl. Und einmal wieder zurückverwandeln. Das haben wir aber echt gut gemacht eigentlich. Ne? Wir haben in einem Part zwei Puzzleteile relativ souverän. Ich möchte mich nicht selber loben. Eigenlob stinkt. Aber in diesem Fall muss ich mich doch mal selber loben. Ne? Muss ich mal sagen, Mensch Arkus, das hast du nicht schlecht gemacht. Ne? Das hast du nicht so schlecht gemacht. Was sind das hier eigentlich für komische Dämpfe, die da aufsteigen? Das ist mir alles nicht geheuer. Du. Das ist mir alles nicht geheuer. So, dann gehen wir mal vors Zelt. Weiß ich nicht, setzen mal eine Stange Wasser in die Ecke oder so. Ist ja immerhin Pause jetzt. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, alles Gute, euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Koski.